ein winterlicher Spaziergang durch Bremerhaven heute Morgen. Die Aufregung der Nordsee-Zeitung war groß. Es dreht sich um die Töpfe am Theodor-Heuss-Platz. Ich habe sie mir heute mal vor Ort angeschaut und ehrlich gesagt, die sehen gar nicht so schlecht aus. Die Bepflanzung, das kann man im Januar einfach nicht beurteilen. Da muss man abwarten, Frühjahr, Sommer. Aber es zeigt sich auch ein allgemeines Prinzip. Zunächst werden die Beschlüsse gefasst in der Stadtverordnetenversammlung, in den Dezernaten. Dann setzt die Verwaltung diese Beschlüsse auch um und auf einmal, tja, wenn die Nordsee-Zeitung sich einschaltet, ist die Kritik groß und danach will es keiner mehr gewesen sein. Also, was die Töpfe anbelangt, alles in Ordnung. Das war's.